draußen, hier sind wieder. Strong. Und Flex, Strong Flex TV. Was machen wir jetzt? Heute gibt es eine geniale Übung für die komplette Körperrückseite, und zwar eine Stretch-Übung. Okay, gefunden habe ich die Übung bei Gymnastic Bodies. Coole Inspirationsquelle. Ja, die haben gemeint, wenn du auf jeden Fall nur einen Stretch machst, dann mach auf jeden Fall den. Und das fand ich interessant. Ja, mir wurde da gerade erst ganz frisch gezeigt, und ich finde den total genial und eigentlich irgendwie naheliegend, und hinterfrage meine eigene Intelligenz, dass ich da nicht selber irgendwie drauf gekommen bin. Aber irgendwie, ja, man kommt halt nicht drauf. Naja, gut. Und da ihr wahrscheinlich auch noch nicht drauf gekommen seid, zeigen wir ihn jetzt mal. Okay, für den Stretch brauchst du nur eine Wand und deinen Körper. Wir haben ja schon mal in anderen Videos die Superficial Backline erwähnt, diese Faszie, die von der Fußrückseite über die komplette Beinrückseite, über den Rücken bis vorne an die Stirn kommt. Und die wird auch mehr oder weniger hier bearbeitet. Und jetzt kommt halt wieder dieses, alles hängt doch irgendwie zusammen zum Tragen, was man halt manchmal auch nicht so wirklich realisiert. Ich zeige dir jetzt kurz, wie du in den Stretch reinkommst. Und zwar geht es für dich an die Wand. Ich möchte jetzt hier keine Vorgabe geben, wie weit du von der Wand wegstehen sollst. Das findest du selber mal ein bisschen für dich raus. Wobei weiter weg am Anfang ein bisschen leichter ist, aber dir das auf jeden Fall auch mehr Stress in der Beinrückseite beschert. Also musst du einen guten Fit finden. Am besten zum Reinkommen erstmal vorsichtig mit den Fäusten auf dem Boden und dann versuchen mit dem Nacken und den Schultern an die Wand ranzukommen. Dabei ist wichtig, dass du das Kinn in die Kehlgrube nimmst und versuchst, den Nacken lang zu machen. Also bloß nicht unnötig Druck da aufbauen. Okay, jetzt habe ich die Position. Ich hoffe, man hört mich noch. Jetzt habe ich die Position hier einigermaßen schon eingenommen. Wer da noch Probleme hat, lässt die Knie erstmal gebeugt. Besser wäre, wenn du die Knie aktiv voll in die Streckung bringst. Und dann willst du hier irgendwann mit den Händen flach oder so tief wie möglich einsinken. Und das wäre jetzt so meine Range, wo ich arbeiten könnte. Das ballert jetzt bei mir schon ganz ordentlich. Für mich ist immer schlimm die Wade. Und die, also Wade, Kniekehle, da habe ich hier am meisten Stress. Jetzt würde ich gerne zum Vergleich auch mal hier unser kleines Bewegungswunder zeigen. Du meinst, dass ich ein solches bin? Das ist da. Dann gucken wir mal. Einfach nochmal ganz andere Positionen gibt. Also Ferse soll unten bleiben. Drangelaufen, so tief gerutscht. Okay, jetzt ist er wirklich mit dem Kopf hier wirklich sehr, sehr... Sieht man das überhaupt? Also mit dem Kopf wirklich sehr, sehr nah vor dem Boden schon. Kann die Arme nach hinten wegnehmen. Ich würde die Handflächen nach unten zeigen lassen. Genau, also man kann hier partiell, wenn einem die Position mal zu viel Druck gibt, kann man hier auch ein bisschen drücken, um kurz wieder ein bisschen rauszukommen. Wichtig ist, dass ihr immer aktiv die Knie streckt. Durchdrücken, durchdrücken, durchdrücken. Okay, jetzt bist du fast schon mit dem Kopf auf dem Boden. Man könnte dann auch näher ranlaufen. Die Schrittbreite, ich würde maximal Hüftbreit nehmen. Du könntest etwas enger stehen. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wer soll denn so weit runterkommen? Ja, das ist jetzt... Genau, in dem Moment, wo ich jetzt ein bisschen näher rangehe oder ein bisschen schmaler stehe, verliere ich natürlich Tiefe. Ne? Wenn ich weiter weggehe, klar, dann kann ich hier weiter runter. Jetzt bin ich im Kopf am Boden. Ne? Genau. Also da muss man eben... Also man muss auch verschiedene Positionen ausprobieren. Ne? Für sich ausprobieren. Was auch noch ein Thema ist, ist die Fußposition. Viele sind ja eben im Entengang unterwegs und sind geneigt, die Füße auszurotieren. Da würde ich vielleicht sogar mal genau das Gegenteil machen. Vielleicht mal sogar einrotieren oder zumindest halt eine Parallelstellung oder die klassischen 5 bis 9 Grad oder was, Außenrotation, aber nicht mehr, also nicht in die Endenposition reingehen. Okay, jetzt würde ich gerne noch, also quasi in der Position kommt man eigentlich fast ziemlich perfekt in die Wade rein. Ich denke, dass es bei den meisten so sein wird. Ja, also hier das Areal da, genau. Also von Wade bis Kniesehne hoch, da bin ich jetzt. Ja, dass da gut Action ist. Das Spannende ist aber auch, also auch wenn man es direkt nicht wahrnimmt, dass auch hier natürlich der Unterrücken, die Hüfte ziemlich starken Stretch bekommt. Der ein oder andere, der noch gar nicht so tief kommt, komm mal ein bisschen höher bitte, der wird feststellen, dass wenn jetzt quasi das hier die Höhe wäre und du dich mit den Fäusten aufstützt, genau, dass du in dem Moment enormen Stretch in der Halswirbelsäule, im Nacken hast. Also
dadurch, dass jetzt der Druck hier rangeht, du das Kinn wieder in die Kehlgrube nimmst, den Nacken lang machst, hast du den Stretch wieder mehr hier. Und je nachdem, in welcher Restriktion du gerade arbeitest und dann tiefrutschen kannst, desto mehr verschiebt sich das Ganze. Das Spannende ist aber wirklich, ich bin von hier bis hier vorne einmal im Stretch. Ja, also was für mich auf jeden Fall eine Position ist, die ich gerne suchen möchte, ist, dass ich die Brustwirbelsäule erreiche. Ja, also dann würde ich mich so positionieren, dass ich eine Ansprache in der Brustwirbelsäule kriege. Das wäre jetzt hier gegeben. Ja, also gar nicht mal, dass ich so, da gehe ich lieber ein bisschen näher dran und versuche mal so ein bisschen die Brustwirbelsäule zu erreichen. Also da gilt es wirklich so ein bisschen, ja, zu erforschen. Ja, Research, auch, wie der gute Ido sagt. Genau, auch so zu schauen, wo denn die eigenen Restriktionen sind. Und ich, also Empfehlung ist, 2 Minuten in dieser Position dann drin bleiben. Es wird die eine oder andere Sekunde vielleicht mal geben, wo ihr euch einfach unwohl fühlt, wo ihr da kurz raus wollt, aber ihr geht bitte nicht raus aus der Position, sondern ihr macht es euch dann dementsprechend ein bisschen leichter. Also angenommen, ich bin jetzt hier in Stretch reingeraten, der wirklich fies für mich ist, dann kann ich ja auch noch kurz in dem Moment hier ein bisschen drücken, das gibt mir wieder ein bisschen Luft und ich kann kurz wieder klarkommen und dann zu späterem Zeitpunkt wieder ein bisschen tiefer gehen, sodass ich auf jeden Fall diese 2 Minuten aushalte. Es soll dich natürlich nicht umbringen, die 2 Minuten, sondern du sollst versuchen, die durchzustehen. Die können aber auch, also ich warne vor, die können eklig werden. Und ich würde das 3 bis 5 Mal über den Tag verteilt dann mal probieren. Ja, ein bisschen aufpassen auch noch, wenn du wirklich 2 Minuten über Kopf bist und dich dann aufrichtest. Oh ja. Also ich bin jetzt ja nach hinten rausgegangen, aber wenn du wirklich aus der Überkopfposition in die Standposition gehst, dann sollst du darauf gefasst sein, dass dein Herz-Kreislauf-System umregulieren muss und dass es dir schwindelig sein werden kann. Das heißt, bleib kurz in Wandkontakt, nicht, dass es dich aufs Hantelrack ballert und dann komplett rum ist mit deiner Sportlerkarriere. Das wäre noch wichtig. So, jetzt bitte gib noch ein Däumchen nach oben für dieses Video, damit das auch anständig gerankt und gefunden wird. Hier oben kannst du uns abonnieren, hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Im Beschreibungsfeld verlinken wir zu Gymnastic Buddies selber. Und hier gibt es zwar unsere letzten Videos. Wir sind wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.